Das ist Schütze TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it. Guten Abend, mein Lieber. Ich möchte dir einfach nochmals kundtun, dass dieses Unternehmen bei mir auf keine Gegenliebe stößt. Auch weil ich das öffentliche Interesse an meiner Person sehr beschränkt finde. Gruß und nichts für ungut. HJS. Schade, mein Lieber. Aber für Schütze TV bist du in jedem Fall eine Geschichte. Wenn man nämlich in der Schweizerischen Mediendatenbank FC Winterthur oder FCW eingibt, dazu als Autor Hans-Jörg Schifferli, dann kommt man auf sagenhafte 500 Dokumente. Und das Jubiläum, das feiern wir auf unsere Art. Ich bin ein Mensch der Worte, die Welt erscheint mir still. Zu füllen aller Orten mit Text, wie ich es will. Ich bin ein Mensch der Worte, ein Poet. Winterthur gegen Schaffhausen, ein Klassiker. Auch für den Journalist Hans-Jörg Schifferli, der über das Spiel schreiben wird. Wie immer sitzt er nicht am Presseplatz, sondern er steht in der Mitte der Haupttribüne am Roten Geländer. Weil er bei dieser Geschichte nicht mitmachen wollte, lassen wir ihm seine Privatsphäre. Hier sitzt der HJS für einmal auf der Tribüne, zusammen mit seinen Sportschulen-Kollegen vom Landbot. Als Fußballprofessor ist der Hans-Jörg Schifferli in der Jubiläumsausgabe dieser Zeitung beschrieben worden. Ich sage immer, er ist der grösste Fan, den es eigentlich wirklich gibt vom FC Winterthur. Ich kenne ja viel, aber er ist der wahre FCW-Fan. Und wehe, es steht jemand an seinem Platz. Dann kann es schon mal vorkommen, dass es keinen Spielbericht gibt. Er findet das konsequent, andere sagen dem stur. Ein Blick ins private Filmarchiv der Familie Schifferli. Mit E am Schluss. So ist der amtlich korrekte Name, so steht es auch beim HJS im Pass. Allerdings, wie sein Vater, der auch Journalist war, bleibt es auch beim HJS, beim ursprünglichen I am Schluss. Dritte, vierte Klasse hat er angefangen, so selber so Zeitungen zu schreiben und hat es dann in der Verwandtschaft herumgeschickt. Und das waren natürlich immer Sportthemen, die er so selber ein bisschen geschrieben hat. Und dann war es klar, seine Passion, das war die Fußstapfen vom Vater. Das hat sich schon als Bub abzeichnet. Er schreibt über den grossen Fußball. Weltmeisterschaften, Champions League, da ist er immer dabei. Daneben berichtet er aber auch über Geschehnisse in den Niederungen der Challenge League. Und das mit viel Herzblut. Und von daher ist er natürlich ein bisschen Instanz. Also am Samstag liest man die Vorschau und am Montag liest man, was er zum Match meint. Und dann ist das eigentlich der Wochengesprächsstoff, ob man es auch so sieht wie er oder ob man es anders gelesen hat, den Match. In den meisten Punkten muss man sagen, mal, es ist eigentlich im Grossen Ganzen so gewesen. Es gibt dann einzelne Punkte, die man anders sieht. Auch so Spezialitäten, dass er bei dem Match-Telegram dann auch noch mitkommentiert, die ja eher sachlich wären, wo er mal ein Fragezeichen macht bei einem Penalty, weil er weder ein Foul noch ein Hands gesehen hat oder so, aber das gehört ein bisschen zum HJS. Also er dürfte durchaus härter vorgehen, finde ich. Also wenn ich den Match heute gesehen habe, dann bin ich gespannt, was er am Ende schreibt. Also. Lieber Hippie, bitteschön. Die Zuschauerzahl war das Beste am Spiel. Und weiter? Die Zahl der Torchancen ist höchst bescheiden. Der Unterhaltungswert des Matchs ebenso. Für den HJS ist das ein Match, der aus einigermaßen objektiver Sicht einfach langweilig war. Verdammt nochmal, Sieg! Bierkurve mit klaren, verständlichen Worten. Anders mängisch der HJS. Das begann mit Stefan Itens flagrantem Ballverlust am eigenen Strafraum. Was ist ein flagrant? Ein flagranter Ballverlust. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ein flagranter Ballverlust. Habe ich so schon gelesen, aber wieso bei zwei, drei Sachen beim HJS bleibt das einfach eine Blackbox? Hier
Doch damit sind die positiven Aspekte dieses armseligen Fußballnachmittags auf miserablem Terrain, zumindest aus Winterthurer Sicht, auch schon aufgezählt. Vollzähliger geht gar nicht. Formulierungen, die auf der Zunge vergehen. Schlicht meisterhaft. Sie haben hier leichtsinnig den Begriff meisterhaft verwendet. Sehr leichtsinnig. Der Literaturpapst ist mit seinem Urteil über das Schaffen vom HJS gnadenlos. Sprachlich sehr fragwürdig und furchtbar langweilig. Die mentalen Qualitäten sind eigentlich nur dann zu sehen, wenn die Mannschaft Außenseiter ist und sich entsprechend weniger unter Druck fühlt. Nicht aber, wenn eine Leistung, die als normal gelten sollte, zu einem Sieg reichen würde. Eben in einem Heimspiel gegen Teams vom Zuschnitt des SC Kriens, des FC Aarau, des FC Wohlen oder eben der SR Düllemont. Es ist absolut virtuos, wenn er seine Berichte schreibt. Es sind, glaube ich, verhältnismäßig auch relativ lange Berichte, wenn man die Zielenzahl vergleicht mit anderen Berichten. Es sind auch sehr viele Insider-Berichte. Also es ist wirklich, der FCB-Fan fühlt sich abgeholt. Vielleicht der Durchschnittsfußballleser kann das nicht alles so deuten, aber der treue FCB-Fan, der weiss etwa, was er meint. Und von daher ist es dann auch virtuos und verschachtelt und kommt am Schluss aber dann doch richtig raus. Der HJS, den schätze ich als Sportler, der sich einfach über seine Zunft empor geschwungen hat. Er ist literarischer als der Rest. Und er ist leidenschaftlicher als der meiste Rest, finde ich mal. Und da noch die simple Erklärung vom Reich Ranicki zu diesen positiven Kritikern. Er hat jedoch, wie schon manche frühere Autoren, eine Anhängerschaft, die ein gläubiges Verhältnis zu ihm hat. Zurück von der hohen Literatur zum profanen Fußball. Ich behaupte, noch jeder, der über den Fußball schreibt, wäre lieber unten auf dem Feld. Ja, er hat auch geshootet, der FC Winterthur. Er hat berühmte Bora Milutinovic als Trainer gehabt, von dem erzählt er heute noch. Für die Jüngeren, der Belgrader Bora Milutinovic war in den 60er Jahren der grosse Star auf der Schützenwiese. Später hat Bora Milutinovic als Trainer Mexiko, Costa Rica, die USA, Nigeria und China je an einer WM betreut. Aber ich glaube, dann mit dem Ausscheiden von Bora Milutinovic beim FCW ist dann die Karriere vom HJS fertig gewesen. Er ist, shootet wie Mengen andere gerne geshootet hat, aber Profession oder Begabung im Schreiben ist, glaube ich, grösser gewesen. Ja, das ist schon eine Weile zurück, aber ich mag mich nicht erinnern, dass er mal etwas anderes als Sport geschrieben hätte. Das ist eigentlich Sport, speziell Fußball und dann nochmal Fußball und dann noch ein bisschen Handball. So verstrickte sich Zuffis Ersatz Luis Frangao immer wieder ohne Not in Dribblings, die zu Ballverlusten führten. Und Nico Thüring ist mit Vorstellungen wie dieser mit solch mangelnder Zweikampfbereitschaft absolut unbrauchbar. Wir wollten von einigen Spielern wissen, wie sie den HJS erleben und was sie zu seinem Matchbericht meinen. Vor der Kamera hat keiner Auskunft gegeben. Aber folgende Absagen sind schriftlich eingegangen. Ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn wir Spieler uns über ihn öffentlich äußern. Ich als Spieler möchte keine Aussage zu Herrn Schifferli machen. Ist besser für ihn und auch für mich. Es ist sein Job, uns zu kritisieren. Unser Job ist es, Fußball zu spielen. Und ich glaube, es ist nicht die Aufgabe eines Spielers, sich zu dem zu äußern, was in der Zeitung steht. Die sollen sich auf das Spiel konzentrieren und eigentlich können sie nur etwas Falsches sagen. Offensichtlich nervlich überbeansprucht, bot Vasic auf der Wohler Niedermatten eine Fehlleistung, die zu einem erheblichen Teil das Debakel begründete, zu dem dieser Cup-16-Final für die Winterthurer wurde. Er ist der Mann im Hintergrund, der HJS.
Für viele die graue Eminenz vom FC Winterthur. Wie weit geht sein Einfluss? Ja, ich würde so sagen, im Vorstand weniger, aber im Präsident. Weil Meinung, die einmal im Lampot publik wird, die ist ein Thema. Also der Präsident hat sehr stark gesagt, ja, der HIS hat geschrieben und hat gesagt. Und also seine Meinung hat noch einen gewissen Stellenwert. Ich hätte ihm vor allem mit der Ära Walter hätte ich mir kritischer gewünscht. Früher noch mal sagen, hey, so geht es nicht. Und jetzt finde ich, ist er eigentlich doch kritischer, als er dort war. Das schätze ich. Zum Schluss sein längster Satz. Auf wenig fußballfreundlichem Geläuf erreichte der FCW immerhin, was er sich vorgenommen hatte. Einen einigermaßen problemlosen Sieg gegen einen Außenseiter. Das ist ihm in dieser Spielzeit ja noch kaum gelungen. Denn von den 6 Tabellenletzten verlor vor Locarno nur Yverdon gegen den FCW. Aus diesem Kreis punkteten Aarau, Wohlen und Kriens, dazu Delemont, gar auf der Schützi. Und dies gegen einen FCW, der im Jahr unter Boro Kuzmanovic mit nur einer Niederlage der heimstärkste Club der Liga gewesen war. 77 Wort. Chapeau, Herr Schifferli. Vollverstanden. Was ist ein flagranter Ballverlust? Ja, das ist klar, das ist offensichtlich. Das weiss man.